Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich insbesondere, mit welchem Enthusiasmus die SPD versucht, hier in Bayern noch über 10% zu kommen. Aber ich beginne jetzt erstmal mit den Fakten. Mogelpackung nennt man allgemein Verpackungen, hinter denen sich weniger oder anderes verbirgt, als es den Anschein hat. Das Familienentlastungsgesetz ist eine solche Mogelpackung. Es wurde angekündigt mit großen Worten wie Stärkung und Entlastung und großen Schritten. Vielleicht ist die SPD mittlerweile so wählerfremd und verbonzt, dass sie in 50 Euro pro Monat tatsächlich große Schritte erkennt. Ich kann sie nicht sehen. Wie sehr die Bundesregierung diese Familien wertschätzt, hat sie schon in der sagenumwobenen Kindergelderhöhung 2017 gezeigt, als man 2 Euro angeboten hat. Wir von der AfD, wir sind ja froh für jeden Cent, den Sie Familien geben. Doch eines, das muss Ihnen klar sein. Familien sind hier keine Bittsteller in diesem Hause. Familien sind das, was unseren Staat trägt, meine Damen und Herren. Und das sollten Sie von der SPD sich hinter die Ohren schreiben. Familien sind das höchste Gut, das wir in unserer Gesellschaft haben. Und Familien, die vertreten Werte wie Ehrlichkeit und Vertrauen. Und genau das können diese Familien auch von einer Regierung verlangen. Denn das, ja genau, das können sie auch von einer Regierung verlangen. Und es ist auch ein hohes Gebot zwischen Eltern und Kindern, dass man nichts verspricht, was man hinterher nicht halten kann oder was man vielleicht auch gar nicht halten will. Der Name Familienentlastungsgesetz verspricht viel und hält im Endeffekt wenig. Es enthält Maßnahmen, und das haben wir hier von allen Oppositionsfraktionen schon gehört, die ohnehin gesetzlich geboten sind und die gar nicht spezifisch familienpolitisch sind. Es ist hier die Erhöhung des Grundfreibetrags, es ist aber auch das Gerede von der kalten Progression. Tatsächlich ist hier ein Gesetzeswerk entstanden, das man vielleicht folgendermaßen bezeichnen könnte. Ein Gesetz, das hätten wir sowieso machen müssen, mit einem kleinen Schuss Familie als propagandistisches Sahnehäubchen, meine Damen und Herren. Das Versprechen, Familien wirklich zu entlasten, wird wieder einmal nicht eingelöst. Eine Familie mit 2 Kindern entlasten Sie pro Monat um 50 Euro. Das sind 600 Euro im Jahr. Für 700 Euro müssen alleine Familien Babywindeln kaufen. Ja, und das müssen wir hier ganz einfach mal in Rechnung stellen. Wo die Prioritäten dieser Regierung liegen, das sieht man an anderer Stelle. Auf Babywindeln haben wir 19% Mehrwertsteuer, bei Trüffeln und Hundefutter sind es 7%. Hier wäre vielleicht mal Änderungsbedarf angebracht. England und Irland zum Beispiel haben sehr sinnvolle Modelle, indem sie für Kinderkleidung keine Mehrwertsteuer verlangen. Auch über derartige Dinge sollte man in Deutschland mal nachdenken, und das könnte auch Familien entlasten. Für arme Familien, und das ist hier auch schon gesagt worden, tun sie gar nichts. In der Regierungsbefragung hat Minister Scholz in Bezug auf arme Familien und auf die Reform des Kinderzuschlags hingewiesen. Ich hoffe, dass Frau Giffey und ihr großer Wurf jetzt wenigstens beim Kinderzuschlag gelingt. Und ich hoffe, dass wir in einem Jahr nicht auch hier wieder stehen und dann erkennen müssen, dass auch der Kinderzuschlag eine Mogelpackung dieser Regierung geworden ist. Denn eines ist sicher: Politiker und Parteien klagen über Vertrauensverlust in der Politik und die Abkehr von politischen Institutionen. Wer will es ihnen verdenken? Vor dem Hintergrund von nicht gehaltenen Versprechen, wie wir schaffen das, bis zur Mogelpackung des heute versprochenen Familienentlastungsgesetzes. Diese Regierung vertritt keine Werte für Kinder, Eltern und Familien. Sie vertritt nicht die Werte, die Kinder und Familien brauchen, nämlich Vertrauen, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Nadine Schön, CDU/CSU.